Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der Pokémon Smaragd Edition. Hier ist das Pokémon, was ich in der letzten Folge nicht gefunden habe. Ein kleines Sterndu ist es nämlich. Und da fliegt selbstverständlich direkt der Ball hin. Und irgendwie habe ich jetzt hier plötzlich zwei Kugelschreiber liegen, das ist seltsam. Aber so oder so streichen wir Sterndu einmal von unserer Liste. Sehr gut. Sterndu, Sternform. Es versammelt sich mit seinen Artgenossen des Nachts. Wie die Sterne funkeln, so funkelt sein roter Kern. Abgetrennte Gliedmaßen wachsen nach. Das ist ganz schön gruselig. Aber ein Seestern halt, ne? Was willst du erwarten? So, dann werde ich einmal wieder unser Rädchen selektieren. Und dann schwingen wir uns auf Wölkchen. Und machen uns wieder auf nach Moosbach City. Und bevor ich hier irgendwas tue, ja, begebe ich mich jetzt erstmal hoch zur Küstenhöhle. Und ich schau mal, vielleicht ist die Küstenhöhle ja gerade überflutet. Das wäre ziemlich praktisch für uns, denn dann können wir uns da den Rest auch noch anschauen. Auch wenn ich jetzt natürlich das Küstensalz nicht dabei habe, ich glaube, das habe ich ja abgelegt, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Das habe ich ja weggepackt, um Platz im Inventar zu haben. Ne, sie ist eh trocken. Okay, dann ist es mir egal. Wenn sie trocken ist, brauchen wir das Ding nicht. Wölkchen, bitte du nochmal ab nach Moosbach. So, und dann ist es jetzt an der Zeit für die Arena, wie ich es schon angesprochen habe. Da wollte ich noch gar nicht rein. Ich wollte eigentlich zuerst mal wieder am Schildchen lesen. Pokémon Arena von Moosbach City. Leiter Svenja und Ben. Die mystische Kombination. Na, wie sieht's aus, wenn wir die Switch haben? Die Arena leitet hier jetzt natürlich Pokémon ein. Setzt du die Kampf oder Giftfrüge in meine Werte, sie konnten annehmen oder sind wir so die Gegner oder so, wie du die Konzentration oder da mal aufnehmen. Wenn du gewinnen willst, musst du ihm beweisen, wie sehr sie mit deinem Pokémon verbunden sind. So, los! Okay. Dann halt los. Hallo, Leute! Kämpfen hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Die Straßen, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast, leg mir alles, was du gelernt hast, zu Füßen. Und wenn ich das nicht tue, was passiert dann? Psycho Urban und Dolores mit Kadabra und mit Kirlia. Warum hat Kirlia sich noch nicht entwickelt? Das entwickelt sich normalerweise im Level 30. Das ist selten dämlich von dir, dass du das nicht entwickelst. Mit dem Gardevoir hätte ich hier nicht so einfaches Spiel. Vor allem nicht, wenn Kinoko da ist. Aber wir sind halt trotzdem um einiges stärker, also... Naja, egal. Benevento Level 41 und das ist wunderbar. Und da kommt jetzt Spukball angeschossen und ich hoffe, das reicht auch für das Kirlia. Sehr gut. So soll es sein. Das war der erste Kampf der Arena. So einfach kann es doch gehen. Ich habe verloren. Ich muss meinen Geist stärken. Du wandelst auf dem Pfad der Größe. Ja, das will ich doch hoffen. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Ich werde dir eine wunderbare, schreckliche und gruselige Zeit bereiten. Mal gucken, ob sie es schafft. Ich glaube eher nicht dran. Achim und Jasmin. Mit Girafarik und Kadabra. Hey. Noch nie ein Kadabra hier in der Arena gesehen? Na komm, einmal Spukball darauf, einmal Stärke darauf. Ich hoffe, Spukball reicht für Girafarik. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Mal gucken. Es hat keine Wirkung auf Girafarik. Hat Girafarik den Normaltyp mit drin? Kann das sein? Weiß ich davon nichts? Warum weiß ich davon nichts? Ist Girafarik normal Psycho oder ist Girafarik nur normal und... Hä? Ich bin sehr verwirrt. Ich meine, besiegt ist besiegt, aber ich bin trotzdem sehr verwirrt. Das muss ich mir nochmal angucken, was Girafarik für ein Typ hat. Oh, deine jugendliche Energie strömt nur so aus dir heraus. Nein. Ja, doch.
So, und jetzt würdet ihr beide gegeneinander, also miteinander kämpfen? Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen. Nicht, wenn ich mich dir in den Weg stellen kann. Aber ich will doch da bis ans Ende gehen. Wen hast du da so? Ein Natu. Ein einzelnes Natu? Aber okay. Gut, von mir aus. Mach's gut, Natu. Ciao, Kollege. Also manche Pokémon kann ich nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wann Natu sich entwickelt. Wie kann man nur so stark sein wie du? Lächerlich. Ja, ich bin total lächerlich. Es tut mir leid. So, hier müssen wir jetzt hin und einmal den grünen Schalter betätigen. Sehr gut. Dass wir da auch schön durchkommen. Und dann haben wir hier den Dude. Wow, schmeckt meine die Superkraft meines Pokémon. Ach du, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich muss die Superkraft nicht schmecken, Jochen. Oh, es ist Wing, genau. Naja, hoffen wir mal. Spukball. Ich gehe leider davon aus, dass das überlebt. Ah. Oder auch nicht. Und dann Spiegelcape kommt, aber... Ja, wunderbar. Ah, das war's dann wohl. Ja, das war's. Macht's gut, Leute. So, dann haben wir hier noch die, aber die sind da eher nicht erreichbar für uns gerade. Zumindest von der Seite. Ah, so. Achtung, ich lasse mein Pokéball des Telekinese schweben. Hui! Oh, manchmal fällt mir ein bisschen wie die Balance. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, sage ich dir deine Zukunft voraus. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Da bin ich jetzt tierisch gespannt. David und Samantha. Da ist ein Xatu. Das ist schon ein angenehmeres Pokémon. Da kriegen wir wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte für Waldemar raus. So, da machen wir das und da machen wir das. Und das geht nicht, weil es nicht trifft. Okay. Dann ist es halt so. Aber das reicht, das ist gut. Ciao, Xatu. Ja, Konfusion. Warum auf Beneviento? Das ergibt mal wieder wenig Sinn. Kinoko trifft schon wieder nicht. Oh, wenigstens Paralyse. Dann ist das doch aber... Dann ist das aber keine Stärke, obwohl das dieselbe Animation hat, oder bin ich doof? Es ist dieselbe Animation, aber es ist nicht Stärke, weil Stärke nicht paralysiert. Body Slam paralysiert. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Und nein, du sollst Weißnebel nicht erlernen, bitte. Dankeschön. Meine Pokémon kämpften nicht synchron. Du hast nur ein einziges. Ich ergebe mich. Du wirst einen irrsinnigen Kampf gegen unsere Arenaleiter führen. Der Ausgang dieses Kampfes. Meine Lippen sind versiegelt. Na gut. Dann ist es halt so. Moin, ihr beiden. Zeig mir, ob du Talent hast. Hohohoho, du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dir zeigen, wie zäh Psycho-Pokémon sind. Ich werde dir zeigen, wie zäh ein Geist-Pokémon ist, was man bisher noch nie trainiert hat. Also, wir halt in diesem Let's Play hier schon, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, oder? Und ihr habt beide unentwickeltes Zeug? Was wollt ihr mir denn hier beweisen? Was wollt ihr mir hier beweisen? Mit eurem unentwickelten Mist. Das frage ich mich halt echt. Mach's gut, Trassler. Sogar mit Volltreffer, das arme Vieh. Ja, 135 Punkte. Das ist nischt. Nischt ist das. Und du? Wahrscheinlich auch nicht viel mehr. 171, ja, uhu. Dann kann ich mir ganz viel kaufen. Du besitzt offensichtlich Talent. Oh, meine Güte, dein Kampfstil ist einfach faszinierend. Ja, und ihr seid einfach nur schlecht. So, das müsste der letzte Kampf sein. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Du bist nicht zu schwach, ich bin nur zu stark für dich. Auch wenn ich dabei mein Leben aufs Spiel setze, ich werde den Kampf gewinnen. Was bist denn du für eine kranke Frau? Du machst mir ganz schön Angst.
Hanna und Ilse, Kirlia und Mediti. Na kommt, Benevento, Kinoko. Attack. Und zwar so. Und dann kriegen wir das dann kriegen wir das hin. Ja, wunderbar. Und noch viel wunderbarer. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Du bist nur zu stark für mich. Was du machst, das macht mir Angst. Okay, ja, dann mache ich euch halt Angst. Ich hab eigentlich auch nur Bock weiterzugehen. Und das hier fand ich immer nervig, warum man denn hier dann nochmal so oft draufdrücken muss. Hat mich immer gestört. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir sind bei den Arena-Leitern. Der Anfang wird, ich glaube, von euch gemacht. Ich glaube, das ist gut so, ja. Bist du überrascht? Bist du überrascht? Dass es hier zwei Arena-Leiter gibt? Dass es hier zwei Arena-Leiter gibt? Wir sind Zwillinge. Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke. Kannst du sie besiegen? Wir probieren es jedenfalls. Hallöchen. Svenja und Ben. Lempu, Mentas und Xatu. Dann beginnen wir doch mal ganz standardmäßig mit Spukball und Aeroas. Ja, mit Volltreffer, sehr gut. Xatu macht Gedanken gut. Okay. Das ist nicht so fein, aber hoffentlich nicht weiter problematisch. Und Lepumentas ist schneller als Beneviento. Und das ist allerdings problematisch, weil Beneviento nicht fliegen kann. Aber es ist alles gut gegangen. Verschwinde, Lempumentas. Blödes Vieh. Next one, Lunastein. So, probieren wir doch mal direkt das hier so einmal zu machen. Wölkchen Feuerodem, wunderbar. Macht leider nicht besonders viel und Beneviento ist damit wahrscheinlich besiegt. Ja. Unser sehr effektives Pokémon hat damit die längste Zeit gelebt. Nicht geil, aber auch nichts zu machen. Schnappen wir uns Garrison und hoffen, dass Lunastein keine komischen Sachen macht. Ich hasse dich, Lunastein. Alter, das war jetzt scheiße. So, hier, Feuerfeger auf dich. Feuerodem auf dich. Das war scheiße. Okay, Xatu ist paralysiert. Und Wölkchen wegen Synchro leider auch. Xatu kann ich angreifen. Wunderbar. Garrison trifft natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte man auch mit der Feuerattacke treffen, wenn man schon den Gegner gerade paralysiert hat und dazu noch Step-Attacke hat und Großbrand aktiviert wurde? Warum sollte man auch treffen? Das ist ja vollkommen sinnlos. Alter. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Und Kinoko trifft auch nicht. Ihr hasst mich alle, Pokémon, oder? Ihr hasst mich alle. Ihr wollt mich tot sehen. Warum hasst ihr mich denn so? Ich habe euch nie was getan. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Warum? Wahey! Waldemar, ey, komm, jetzt aber. Problem ist, ich habe die ganzen... Ja, natürlich, ich habe das Vitalkraut abgelegt, weil ich so klug bin und mir dachte, oh, ich brauche doch sowas Fettes noch gar nicht. Wölkchen würde ich am liebsten Aeroas machen lassen, aber das reicht nicht. Ich lasse Wölkchen fliegen machen. Waldemar ist jetzt eh hinüber. Ah.
Jetzt wird Xatu angreifen, damit ist Garrison wieder aus dem Spiel. Ah nein, erstmal fliegt Wölkchen in die Luft. Damit ist Garrison wieder aus dem Spiel. Warum heile ich meine Pokémon überhaupt? Kann mir das einer sagen? Ich verstehe, warum man in späteren Editionen gesagt hat, Mensch, wir lassen die Pokémon so, wie sie sind. Und Wölkchen darf nicht angreifen. Nein! Oh, jetzt habe ich Lunastein anvisiert. Die Welt ist scheiße. Und das klappt auch noch. Das klappt auch noch, wenn ich Lunastein anvisiere, ey. Leute, was soll das denn? So, Beleber. Garrison, komm, hier. Lichtschild. Psychokinese auf Wölkchen. Feuerfeger und bitte triff damit. Und du heilst Beneviento. Triff jetzt mit Feuerfeger gefälligst. Feuerfeger ist keine spezielle Attacke. Spiel, Feuerfeger ist keine spezielle Attacke. Es ist zwar eine Feuerattacke, aber sie ist nicht speziell. Das hätte von Gedankengut nicht beeinflusst werden dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Weder das Feuerfeger plötzlich als richtige Attacke angesehen wird, also als spezielle Attacke angesehen wird, noch das Hitzekoller in einer der letzten Folgen mal Statik gezeckt hat. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist nicht möglich. Ach komm, ich geb auf. Echt. Ich geb auf. Was soll die Scheiße? Wofür mache ich das? Wofür mache ich das hier? Ja, hallo, Sonfail. Du kannst mir tatsächlich nicht allzu viel anhaben, aber Xatu trifft ja trotzdem wieder die ganze Zeit. Ey, was wir bei manchen Arenaleitern für Probleme haben, ich fass es nicht. Ich habe noch nie solche Probleme gehabt beim Durchspielen von dieser Edition. Noch nie. Was ist denn los? Ich habe dafür einfach keine Worte, wie viel Pech wir schon wieder haben. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Echt. Nee, das ist eine Scheißidee wegen Lempumentas mit Erdbeben. Ich dachte, die Idee wäre gut, mal was zu benutzen, was von Anfang an richtig reinhaut, aber das ist eine schlechte Idee. Ach Gott, ey. Und ihr merkt, wie klug ich schon wieder bin. Weil ich schon wieder, weil ich jetzt meine ganzen Beleber verbraucht habe und mir keine Top-Beleber oder sowas mitgenommen habe. Und ich mich jetzt noch weniger heilen kann. Wobei man ja sagen muss, das Heilen hat einfach nichts gebracht, weil die Pokémon ja instant wieder tot umgefallen sind. Also von daher macht es eigentlich keinen besonders großen Unterschied, was jetzt hier Fakt ist. Alter, ich fass es nicht. Dieses Ausmaß an Scheiße, die da gerade auf uns geprasselt kam. Nein, ich bin nicht überrascht. Ich habe gerade eben schon mal gegen euch gekämpft, ihr Penner. Wir wissen alles, was der andere gerade denkt. Sorry. Ich bin ein bisschen salty. Erst Camillo und jetzt ihr beide, ey. Warum hab ich bei Arena-Kämpfen nur so ein unbändiges Pech? Ich versteh's nicht. Ja, und dann, wie gesagt, Na, wie heißt es jetzt? Ich hab vergessen, wie es heißt. Mit dem Feuerfeger geht mir auf den Sack. Mit Feuerfeger und Gedankengut. Das darf nicht funktionieren. Da kommt wieder Erdbeben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hat keine Wirkung auf Wölkchen. Ist in Ordnung. Hat keine Wirkung auf Xatu. Ich weiß, wie das hier funktioniert.
So, Lehmpumentas weg. Abmarsch, du Stück. Next one, Lunastein. Spukball, fliegen. Darauf. Es wird sowieso niemand, ja, niemand Wölkchen anvisieren. Weil alle direkt auf Beneviento gehen. Und jetzt wird natürlich der nächste auch wieder auf Beneviento gehen, aber diesmal opfere ich mein Pokémon nicht. Mach's gut, Frozone. Tut mir leid für dich. Ist leider das einzig Sinnvolle, was ich hier in dieser Situation machen konnte. Kinoko, du bist dran. Du bist hoffentlich schneller als Xatu. Wölkchen macht fliegen, sollte ungefähr die Hälfte abziehen. Xatu ist natürlich schneller als Kinoko und one-hittet Kinoko daraufhin mit einer Psychokinese. Ist das nicht wunderbar? So spielt sich's doch toll. Da hat jeder Freude dran. Und Waldemar kippt auch gleich tot um, so wie es sein muss. Ich habe da einfach keine Worte für. Wirklich, ich habe keine Worte für. Tatsache ist, das kann ich vergessen. Ich kann Schlitzer versuchen, aber du bist trotzdem langsamer als Xatu. Wenn wir Glück haben, überlebst du das jetzt wieder gerade so? Nein, diesmal nicht. Und Lunastein macht jetzt auch Gedanken gut. Natürlich, damit ich dich auch mit speziellen Attacken gar nicht mehr treffen kann. Wisst ihr, Leute, ich habe hier eh verloren. Warum probiere ich es überhaupt? Du brauchst dich nicht zu heilen. Ich habe nur noch ein Pokémon. Ich habe doch nur noch ein Pokémon. Was soll ich denn noch Großartiges gegen dich ausrichten? Sag mir das. Was soll ich tun? Wie erwartest du, dass ich dir irgendwie schaden kann? Die machen sich gerade lustig über mich, oder? Ihr merkt das. Ihr merkt, dass die sich gerade lustig über mich machen. Was ist das? Was ist das hier? Natürlich setzt du Sonnentag ein. Na klar, die Attacke, die Sonnenfil braucht und nicht die Lunastein braucht. Natürlich, klar. Alter, was ist denn los? Was geht denn schief mit euch? Was habt ihr denn? Dann beendet es auch. Beendet es doch einfach. Ja, mach's weg. Ist das so schwierig gewesen? Boah. Also der erste Kampf war schon scheiße. Und das war jetzt richtiger Dreck. Alter. Bis zum nächsten Mal.